Ja, hallo meine Freunde. Ja, und zwar, ihr habt es gelesen, MSI X370 X-Power Gaming Titanium, die zweite. Ja, heute ist das Austauschboard gekommen. Ich schätze mal, ist auch ein neues, ist kein Austauschboard. Ja, ich habe also dann nochmal telefoniert und hatte einen sehr netten Kontakt bei MSI, glaube ich, erwischt und... Ja, er hat mir dann gesagt, er schickt mir sofort ein neues zu. Alte muss ich dann zurückschicken. Das alte steht noch da hinten. Ist noch da. Gucken wir erstmal, dass das funktioniert, dass alles passt. Und dann geht das heute noch wieder zurück an MSI. Und auch nochmal vielen Dank an MSI, dass... Ja, wir schauen uns natürlich auch direkt das Board an. Das heißt, wir packen es aus. Ohne lange Fackelzug. Denn ich habe es ja schon vorgestellt. Also, wer es noch mal genau detailliert haben möchte, schaut bitte unter meinen Videos. Da habe ich das Board schon mal vorgestellt, auch den Einbau. Aber das Problem war, da das Board nicht funktionierte, einen Fehler hatte, habe ich das ganze Projekt wieder erstmal auf Eis gelegt. Jetzt ist das neue da. Und was wir jetzt machen, wir probieren das Board jetzt erst einmal aus. Ja, und darum ist es ganz wichtig. Ich zeige euch heute mal, wie man so ein Board vielleicht erst einmal ausprobiert, bevor man es einbaut. Denn das Problem ist ja, wenn man es eingebaut hat und man muss es wieder ausbauen, es ist ja nicht gerade wenig Arbeit. Ja, für viele ist es ein paar Minütchen, aber wenn man so ein kleines Gehäuse hat mit Wasserkühlung und, dann ist es eigentlich schon wirklich eine sehr heikle Sache, das Ganze wieder auszubauen. Ja, hier liegt es vor mir, es sieht ganz gut aus. Und ich hoffe, dass diesmal alles funktioniert, damit wir endlich auch die Tests machen können, ob mein RAM vernünftig läuft, wie die Übertaktung ist und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, was wir als erstes machen, bei dem Board ist immer so ein Schaumstoff dabei. Das kann man hier schön unterm Tisch legen. Ja, als nächstes baue ich den CPU ein. Machen wir erstmal den Kühler drauf dann. Dann machen wir den Original mal wieder drauf. Denn ich schätze, bei dem Board, da war irgendwas, nicht nur die Anschlüsse, dass das nicht funktionierte. Also da hat eigentlich nicht großartig überhaupt was funktioniert. Ich habe es nachher nochmal so ein bisschen versucht zu probieren, ob da irgendwas, der RAM ließ sich überhaupt nicht. Der lief wirklich nur mit 2.1.33. Dann habe ich Temperatur gehabt im Leerlauf, also im Idle, von 60 Grad. Ob das normal ist mit dem Stockkühler hier, der ja beim CPU dabei ist. Und angeblich soll der ja doch ein bisschen besser sein. Also bei Belastung kann ich mir vorstellen, dass er auch bis 80 geht oder weiß ich nicht. Aber 60 Grad im Idle, das fand ich schon ein bisschen hoch. Ja, für nichts zu machen, einfach nur, dass er lief. 60 Grad. Ja, wir werden sehen, ob es jetzt vielleicht besser wird. Wir bauen das Ganze einfach nochmal zusammen. Ja, ich zeige euch auch mal, wie das mit der LED dann aussieht. Wir machen es hier mal komplett fertig, damit ihr mal sehen könnt, wie der Ryzen Originalkühler aussieht. So. Hier ist das gute Stück. Packen wir einfach noch mal aus. Ja, ich hatte alles wieder gut eingepackt. Das ist mir lieber, bevor es irgendwo rumliegt. So, Klappe machen wir auf. Und Vorsicht ist geboten bei dem CPU, weil die Pins an der CPU dran sind und nicht wie bei Intel am Board. So, hat alles seine Vor- und auch Nachteile. Ja, der eine sagt lieber so, der eine so. Der eine sagt nur noch Intel, der eine sagt ja, wie ich probiere es einfach mal. Wir schauen mal, wie es aussieht. Ja, anschlussmäßig haben wir alles da. Jetzt machen wir die CPU drauf. Da gucken wir mal, dass wir Wärmeleitpaste kriegen. Und ich nehme wie oft eigentlich in letzter Zeit meine MX4. Da bin ich bis jetzt wirklich gut mit gefahren. Ja. Der eine sagt, er ist begeistert von die, der eine ist von die begeistert. Also ich muss immer sagen, das ist wirklich jedem überlassen, wie er es machen möchte.
Es ist wirklich jedem überlassen, welche er nimmt und ja, wie er sie aufträgt. Ich habe es jetzt in letzter Zeit immer gemacht, hier mit so einem Pinselchen. Verteile ich die so ein bisschen. Ich fahre damit ganz gut. Dann sehe ich auch, ob es vielleicht sogar schon zu wenig ist oder ob es zu viel ist. Ja, der eine sagt ein bisschen mehr, der eine lieber ein bisschen weniger. Ich habe es nicht gerne, wenn es alles so überquellt. Man kriegt es, wenn man es mal wechselt, nicht mehr so richtig sauber. Darum hier mit dem Pinselchen, da bin ich bis jetzt eigentlich sehr gut gefahren. Da kann man das richtig schön verteilen. Am Rand lasse ich immer ein bisschen frei. Das drückt sich dann durch den Anpressdruck sowieso raus. So, das reicht eigentlich. So sieht es dann gut aus. Das Pinselchen, das habe ich hier. Da gibt es Thermal Grease Diamond von Revoltec. Da habe ich mir auch mal so eine Wärmeleitpaste geholt. Die ist auch nicht verkehrt, aber die ist schon fast leer. Und darum dieses Pinselchen verwahre ich mir mit dem Fläschchen. Da kann ich das immer wieder mal auftragen. So, dann müssen wir natürlich erstmal die Originalhalterschrauben abmachen. Dafür kommt wieder mein Spezialschraubenzieher. Denn der Originalkühler wird auch ohne diese Halter, der hat auch vier solche Halteschrauben. Die werden einfach an der Backplate angeschraubt und dann hält das Ganze. Klar hat man jetzt die Arbeit natürlich zweimal einen Kühler aufzusetzen, aber ich habe es lieber, dass ich nur zweimal einen Kühler wechseln muss, bevor ich das Ganze wieder einbaue und dann alles wieder ausbauen muss. Dann mache ich es lieber so, also um euch zu zeigen, auch um selber auch zu testen, wie das Ganze jetzt endlich, ob es funktioniert oder nicht. So, mir hat ja einer geschrieben, beim letzten Video oder vorletzten Video, dass man Schrauben immer über Kreuz anzieht. Ja, und da gebe ich jedem recht. Selbstverständlich, wenn ich das in dem einen Video nicht gemacht habe, war das von mir auch so ein bisschen gedankenlos. Wie beim Radkreuz auch, beim Wagenwechseln. Ich habe selber schon in einigen Videos, glaube ich, erwähnt, dass man immer über Kreuz anziehen sollte, damit nichts verkantet. So, und schon ist alles fest. So, ich stecke mal den Dreck ein hier oben, den Lüfter an CPU. So, dann möchte ich auch gerne hier, ich zeige euch dann mal, wie das aussieht, wenn man das direkt ans Board anschließt. Denn an dem Originalkühler, da ist hier an der Seite so ein Plastikbuchse, also so ein Staubschutz für den Stecker. Ja, muss man noch gucken, dass man richtig einsteckt. So. Ich lasse das jetzt einfach mal hier so hängen. Original habe ich das dann hinten rüber gelegt. Und dann kann man das direkt ins Board einstecken. Schade ist eigentlich auch bei dieser LED-Beleuchtung hier, dass man nur über CPU-Temperatur, dann hat man so blau und grün. Blau ist ja ziemlich warm oder rot kommt dann noch, wenn er über 60 Grad geht oder eben grün, wenn er unter 40 Grad ist. Man kann dann noch mit Musik steuern, dass er mit der Musik leuchtet, aber ansonsten mehr Möglichkeiten hat man da nicht. Darum werde ich vielleicht sogar hingehen und den über eine andere Steuerung laufen lassen, dass ich die Farben selber auswählen kann. Wenn ich ihn überhaupt drauf lasse, ich weiß es noch nicht. Ich schaue mir jetzt erstmal an. Wir schauen jetzt erstmal, ob das Ganze hier auch läuft. So, wollen wir hier ein bisschen Platz machen. Räumen mal ein bisschen weg, damit wir das Netzteil auspacken können. Die Festplatte habe ich schon hier liegen. Wir nehmen jetzt erstmal eine SSD normale. Zum Testen reicht das vollkommen aus. Natürlich nehme ich auch wieder das Be Quiet Power Zone Netzteil.
weil es einfach eine tolle Sache ist. Ich war richtig begeistert von dem Netzteil. Bei dem Netzteil ist auch sehr schön, dass das nachkühlt, also nachläuft. Da muss man also jetzt sich nicht, wenn man das mal kaufen sollte, das läuft also später nochmal so 2-3 Minuten nach, damit die Komponenten nicht direkt ausgeschaltet werden, sondern wird dann nochmal zum Schluss gekühlt und schaltet dann irgendwann auch komplett aus. Finde ich nicht verkehrt. Also da hat man dann auch wahrscheinlich eine lange Lebensdauer, damit die Komponenten nicht einfach ausgeschaltet werden, sondern das läuft so ein bisschen nochmal nach und kühlt dann zum Schluss das Netzteil nochmal ein bisschen runter. So, kommen wir zu den Kabeln. Ich schließe das mal schnell an und dann sehen wir uns gleich wieder. So, meine Freunde, ja, ich habe jetzt mal alles soweit angeschlossen. Also, wir haben das Netzteil angeschlossen, den 24-Pin und den CPU-Stecker. Wir haben eine Festplatte angeschlossen über den SATA-Anschluss. Ich habe jetzt noch eine Grafikkarte gehabt, weil mit Grafikkarten habe ich nicht so viel Auswahl. Warte auch noch auf meine, ja, 1080 oder 1080 Ti. Aber wie gesagt, auch da bin ich noch am Warten. Jetzt haben wir soweit alles angeschlossen und jetzt schauen wir mal, wenn ich ihn einschalte. Und das Schöne ist natürlich jetzt bei so einem Test, dass hier die Anschaltknöpfe sind, dass ich hier Power und Reset habe. Das heißt, ich habe auch mein Betriebssystem natürlich schon vorbereitet, dass wir das installieren können. Und wir schalten das Ganze an. Der Monitor ist auch dran. Und dann schauen wir jetzt mal, was uns erwartet. So, wir haben schon mal ein Bild. Ja, ich habe jetzt noch mal den RAM resettet. Wahrscheinlich, weil ich den ja vorher versucht hatte auf 3200 laufen zu lassen. Hat das ja nicht funktioniert. Dann habe ich ihn auf 2.4. Dann lief er ja einigermaßen, aber das hat wohl hier jetzt ein Problem verursacht, dass ich den erstmal zurücksetzen musste. Also den COM-Reset gedrückt und dann ging es. Jetzt haben wir auch ein Bild. Jetzt können wir auch hier Windows installieren. Dann machen wir das auch. Also jetzt haben wir erst schon mal, dass es läuft. So, machen wir immer selber. Hier haben wir unsere Festplatte. Die wird erstmal formatiert. So, dann löschen wir die. Dann machen wir eine neue, übernehmen. Ja, jetzt macht er hier die Wiederherstellungsbatterie und die MSR reserviert. Partitionen, das heißt, wir formatieren, aber ich mache das immer so, ich formatiere dann nochmal die einzelnen, die 16 MB kann man nicht, aber dann hier nochmal die 112 auch. Und jetzt kommt hier auf Weiter und jetzt wird das System installiert. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es soweit ist, und dann schauen wir mal, ob diesmal alles funktioniert. Also der erste Start war schon wieder mal so ein bisschen problematisch, aber mein Fehler schon mal hier, kein Strom an die Grafikkarte. Der zweite eben mit dem RAM, da schauen wir mal, weil es gibt auch ein neues BIOS schon mittlerweile, das spiele ich auch direkt drauf gleich, und damit wir alles vernünftig machen, und dann schauen wir mal, ob alles läuft. So, ja, wir sind durch, Windows ist schon mal soweit installiert, jetzt machen wir die Treiber drauf. Und das neue BIOS werden wir flashen und dann schauen wir mal, wie es dann gleich aussieht. Ja, also das hat schon mal funktioniert, die Installation. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. So, meine Freunde, also das scheint alles nichts zu geben. Und zwar haben wir genau hier dasselbe Problem. Treiber installiert von der Treiber-CD, neue Treiber installiert, alles probiert, alles gemacht. Und sobald wir den Internetstecker reinstecken, den LAN, es gibt kein Signal, es kommt nichts, wir kommen nicht ins Internet, wir haben hier keine Möglichkeit. Ja, also kann ich hier keine Tests durchführen. Jetzt habe ich zwei von den Boards hier, also jetzt werde ich beide zurückschicken. Ich werde gleich mal eine Mail schicken, ob die vielleicht selber das Board überhaupt mal ausprobiert haben. Vielleicht stehe ja auch ich auf dem Schlauch, aber
Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe schon so viel probiert. Also normalerweise anschließend Treiber installieren, Stecker rein und schon ist Internetverbindung da. Hier jetzt wieder der Fehler. Watchdog Timeout. Abstürze. Das ist jetzt schon das zweite Mal, wo ich versuche, Treiber zu installieren und jedes Mal kommt ein Bluescreen. Also wie gesagt, kann ich keine Urteil darüber erlauben, kann ich nur sagen, ja, entweder stehe ich auf dem Schlauch oder die Boards sind einfach nicht vernünftig abgestimmt oder so, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch an meinem CPU, aber der ist neu, kann ich ja auch nicht vorstellen, dass es an der CPU liegt. Müsste jetzt mal ein anderes Board probieren, vielleicht fahre ich gleich mal gucken und hole mir ein anderes Board und versuche es einfach mal mit einem anderen Board. Jetzt geht er wieder ins Windows, klar, aber irgendwas scheint da nicht zu stimmen. Also ich kann hier keinen vernünftigen Test machen, also zu empfehlen kann ich es euch auch nicht erstmal. Da muss MSI erstmal gucken, wie oder wo oder woran es liegt, wo der Fehler hier liegt. Ja, ja, ich frage nicht, ob euch das Video gefallen hat. Wahrscheinlich ja schon, damit ihr wisst, was los ist. Also ich würde es... ja, ich schreibe nochmal jetzt da an. Ich versuche da nochmal was rauszukriegen. Vielleicht hänge ich es hinten dran am Video. Ja, und ansonsten schauen wir mal, was sich da ergibt. Ich hänge es hinten dran. Ich warte noch mit dem Video und wenn alles geklärt ist, dann werde ich das Video veröffentlichen. So, meine Freunde, ja. Ihr seht, ich habe ein anderes Board. Ja, ich habe mir ein Asus geholt, um einfach mal festzustellen, ob es jetzt wirklich am Board liegt oder ob es dann doch irgendwie an meinem CPU vielleicht liegt oder an irgendeiner anderen Hardware. Aber ich habe ja Netzteile schon getauscht, Grafikkarten schon getauscht, ich habe soweit alles getauscht. Es kann nur CPU oder Board sein. So, und da sind wir derselbe Fehler ist, werden wir gleich mal schauen, was jetzt los ist. Ja, musste ich wieder was investieren. Das ganze Reisenprojekt hat mir bis jetzt schon einiges gekostet, auch wenn ich den Board da gestellt bekommen habe, aber naja, lassen wir uns einfach mal jetzt überraschen. Aber bis jetzt bin ich noch nicht so richtig begeistert von Reisen. Also bis jetzt kann ich auch nichts empfehlen. Ihr seht, also Windows ist noch am Installieren und ich bin jetzt gleich fertig und dann schauen wir mal, ob wir hier alles soweit haben. Was schon mal positiv war, sofort normal mit F1 ins BIOS, weil der CPU erkannt worden ist. Danach F10 gedrückt, lief alles ohne Probleme, keine Fehler. Also das war schon mal ein positiver Effekt, dass direkt alles auf Anhieb lief. BIOS, gut, RAM wird auch im Moment nur mit 2133 erkannt, aber das schauen wir dann, wenn es mal alles läuft, wie hoch wir den dann noch kriegen. Ob wir unsere 3.2 erreichen. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich habe bis jetzt wirklich dieselben Komponenten genommen. Alles dasselbe, Tastatur, Maus, alles, was ich auch eben bei dem MSI-Board hatte. Ja. Meine Freunde, seht ihr das? Netzwerk. Also, hier eingestöpselt, sofort Netzwerk erkannt. Also liegt's doch am Board. Ich habe dieselbe Hardware, alles dasselbe. Auch hier die Treiber-CD danach reingemacht, alles läuft und es ist das Prime B350 Plus von Asus. Hat zwar jetzt den B350 Chipsatz, weil ich wollte auch nicht zu viel Geld ausgeben für einen Test zu machen. Und ja, ihr seht, es läuft. Ja, ich werde jetzt soweit mal alles installieren, dann schauen wir mal, wie weit wir hier mal den RAM kriegen, ob wir hier auch Bluescreens kriegen oder ob hier alles durchläuft. Also ich schätze mal, da steht hier eins und da steht das zweite. Hab heute noch keine Antwort bekommen von MSI. Ja, jetzt warte ich mal ab, was da passiert und mal gucken, was da kommt. Aber ihr seht, an meiner Hardware kann es nicht liegen. Also es liegt eindeutig am Board, weil alles ist dasselbe. Und ja, ich halte euch auf den Laufenden. Ich hänge vielleicht hinten noch dran, was ich jetzt mit MSI da noch gegeben habe. Wenn nicht, dann kommt da vielleicht mal ein extra Video oder in dem nächsten Video. Dann schauen wir mal. Ja, ich hoffe, euch hat so ein bisschen der Test gefallen. War alles so ein bisschen chaotisch, aber das ist eben so, wenn man so ein bisschen testen muss, dann ist das alles, ja, nicht gerade so alles aufgeräumt. Okay.
Bis später. Ciao. Ja, hallo meine Freunde. Ja, weiter geht's. Und zwar immer noch das Reisenprojekt MSI oder Asus. Ja, und ihr seht, ich habe das Asus-Board hier wieder vor mir liegen und es wird jetzt umgebaut in mein neues Gehäuse. Und ja, von MSI, da hinten steht das Board. Ich hoffe, ihr seht's. Habe ich bis jetzt auch nur, tja, entweder hört man gar nichts oder man hört einfach nur, ja, Ausreden irgendwo, keine Ahnung. Ich soll das Board zuschicken. Dabei habe ich schon, haben die das schon seit einer Woche. Ich habe ja die Sendungsverfolgung da, seit einer Woche haben die das schon im Hause. Und jetzt Freitag schreibt er mir, ich soll ihnen das Board mal zuschicken, sonst könnten sie es ja nicht testen. Also ich weiß nicht, was da abläuft, keine Ahnung. Ich will den Test aber auch zu Ende bringen. Also mein Test ist ganz einfach bei dem Board MSI X370 X-Power Gaming Titanium. Kann ich nicht empfehlen. Ja. Service kann ich auch nicht empfehlen. Es dauert alles ziemlich lange, keine Antworten, Ausreden, keine Ahnung, keiner hilft einem weiter. Man hängt da wirklich einfach nur in der Luft. Wenn ich mich nicht selber immer wieder darum gekümmert hätte, hätte ich wahrscheinlich bis heute noch keine Antwort. Darum, meine Empfehlung ist auch, wirklich kauft bei eurem Händler in der Nähe, wenn ihr Probleme habt, oder beim euren Online-Händler. Wenn ihr Probleme habt, da könnt ihr das einschicken oder ihr tauscht es direkt vor Ort um. Gerade in der ersten Zeit. Es muss ja erstmal entlaufen. Wenn später was passiert, dass dann ein Garantieanspruch da ist, dass das geprüft werden muss, das sagt doch gar keiner. Das ist ja ganz normal. Aber wenn ich ein Board gerade erst habe, dann muss einfach die Gewährleistung da sein innerhalb, ich sag mal, der ersten Wochen, dass ich ein neues kriege. Oder einen Austausch auf jeden Fall. Guck mal, ich habe von Mindfactory zum Beispiel das Z270 MSI Board gehabt, das Gaming 7. Und das war auch jetzt, da hatte sich das BIOS verabschiedet nach 3 Monaten. Und ich muss dazu sagen, prompt haben die mir wirklich kein Austausch, sondern ein neues Board geschickt. Die haben direkt geschrieben, also das kam direkt am nächsten Tag, hatte ich sofort ein neues Board da. Und das nach 3 Monaten. Also das finde ich schon mal Hammer. Hammer, Hammer, geil einfach. Danke hier nochmal an Mindfactory. Also für die prompte Hilfe hätte ich auch nie gedacht. Ich habe gedacht, naja, jetzt kannst du wieder ein paar Wochen warten. Nächsten Tag haben die das sofort rausgeschickt und finde ich absolut fantastisch. Also das war wirklich ein toller Wechsel. Ich habe es auch da noch stehen und ich bin echt am Überlegen, was ich mache. Aber mit dem Reisen bin ich wirklich auch sehr zufrieden. Er macht seine Arbeit absolut fantastisch. Er ist schnell, man hat 8 Kerne. Und darum baue ich auch dieses System. Ich wollte mir erst noch ein Asus, ein Hero holen. Aber auch da liest man immer wieder Probleme hier, Probleme da und so weiter und so fort. Und hier bei dem Board, bei dem B350, das ist das Gaming Plus, glaube ich, jetzt im Moment. Ja, ich zeige es euch nachher nochmal genau, welches Board ich hier habe von Asus. Das ist das Prime, so. Das ist das Asus Prime B350 Plus 5X. Und das läuft und rennt absolut fantastisch. Auch die M2 läuft wirklich intern, wenn ich hier Daten hin und her schiebe. Der schiebt die mit 1,6 GB, schickt er die Daten in den nächsten Ordner. Und das habe ich bei MSI auch nicht gehabt. Das war auch so ein Problem. Auch beim Z270 habe ich das noch nicht mal gehabt. Dass der wirklich mit voller Geschwindigkeit die Daten rüberschickt. Also auch hier bin ich der Meinung, es ist vielleicht auch ja etwas neuer, dieses B350er Board von Asus, aber ich bin hier absolut zufrieden. Was mir hier fehlen, sind 2 SATA-Ports. Jetzt in dem neuen Gehäuse habe ich ja wieder alle meine Festplatten drin. Aber ich habe eine Steckkarte, die kommt hier rein. Dann habe ich auch hier meine SATA-Ports wieder. Das Hero wäre schön gewesen, da hätte ich 8 Ports direkt gehabt. Aber wie gesagt, ich bin es im Moment auch irgendwo leid, immer wieder zu wechseln, immer wieder alles umzuschrauben und so weiter. Viele werden jetzt lachen, das macht er ja immer wieder. Aber man ist wirklich, ich bin echt, in letzter Zeit habe ich jetzt so viel mit MSI umgebaut und macht, getan, getestet und, dass ich nur hier unten gesessen habe und da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Ja, das war mir alles ein bisschen zu viel. Darum, ich werde jetzt das umbauen. Ich werde hier, der Stockkühler ist eigentlich gut. Ich habe noch keine 80 Grad damit erreicht, auch im Spiel nicht. Aber was ich machen möchte trotzdem, falls ich vielleicht noch ein bisschen mehr übertakten kann,
den gerne austauschen für die Wasserkühlung, die ich noch habe, die Be Quiet, die Silent Loop 240. Da bin ich echt immer noch begeistert von. Die ist supi, die ist toll. Und da möchte ich gucken, dass ich die noch mit einbaue. Ansonsten wird das Board hier bleiben und dann warten wir erstmal ab. Und den RAM auch, wie gesagt, der läuft ja nur mit 2400. Aber das wird mir bei dem Hero vielleicht auch passieren, auch da. Darum, ich werde es erstmal lassen und wir warten mal ab, was die Zukunft bringt. Vielleicht kommt ja doch wieder was Neues, was dann auch wirklich irgendwo alles funktioniert und vernünftig läuft. Wo auch der RAM dann die Geschwindigkeit hat, die man kauft. Ich sehe auch nicht ein, dass ich den jetzt wieder mit Verlust verkaufe, wieder einen neuen RAM kaufe. Nee, also das ist mir jetzt im Moment alles ein bisschen was viel. Darum sage ich ganz einfach, ich baue es jetzt um und ihr könnt daher zugucken, wenn ihr es in neue Gehäuse einbaut. Das neue Gehäuse ist wirklich der Hammer, der absolute Wahnsinn, aber dafür braucht man auch viel, 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 viel Platz. So, jetzt nochmal, wie gesagt, MSI werden wir abbrechen. Das heißt, ich werde das Video veröffentlichen und ja, ihr müsst selber entscheiden, was er daraus macht, ob er sich so ein Board holt oder ob er euch nicht so ein Board holen soll. Also ich kann es nicht empfehlen. Fragt mich auch nicht, ob ich es empfehle. Ich kann es in dem Sinne nicht empfehlen. Und ich werde jetzt nochmal nachhören. Ich habe ja nochmal jetzt eine E-Mail geschickt, dass sie wollte dann die Sendungsnummer haben. Ob das wirklich bei Ihnen angekommen ist, habe ich alles hingeschickt jetzt. Jetzt warte ich mal ab. Das wird wahrscheinlich wieder erst nächste Woche werden, bevor ich dann eine Antwort kriege. Naja, wir lassen sie überraschen. Ich halte euch aber auf den Laufenden.